Hi, willkommen auf dem Kanal Lebe für das Abenteuer. Ich bin der Benny und es freut mich, dass ihr dabei seid. Heute erfülle ich mir einen Traum. Safari. Ich liebe Tiere. Kaum eine Tierdokumentation lasse ich mir entgehen. Egal ob im Meer, im Dschungel oder in der Savanne, ich lasse mich fesseln von unseren wilden Freunden. Doch dieses Mal tausche ich meinen Monitor gegen eine Kamera. Meine Reise startet in Moshi, im Nordosten von Tansania, am Fuße des Kilimanjaro. Bereits am Vorabend kann man hier ein Tierspektakel erleben. Denn jeden Abend ziehen die weißen Kraniche von der Steppe zurück in die Bäume der Stadt, um dort sicher zu nächtigen. Am Morgen des nächsten Tags pickt unser Guide uns vorm Hotel auf und wir machen uns auf den Weg ins Landesinnere. Unser Guide bringt die typische afrikanische Lebensfreude mit, ist super nett und man merkt, dass er genauso sehr für Tiere brennt wie ich. In den nächsten Stunden werde ich noch viel von ihm lernen. Meine erste Lektion ist, dass die Anfahrt zur Safari sehr lange dauert. Sehr lange dauert. Gefühlt ändert sich die Vegetation vor dem Fenster stündlich, bis wir schließlich nach 4 Stunden die Straße zum ersten Mal verlassen. Schließlich erreichen wir den Eingang des Tarangire Nationalparks. 1970 gegründet, über 2800 Quadratkilometer groß und bekannt als Park der Elefanten. Geil! Unser Gefährt ist ein umgebauter Toyota Land Cruiser mit vergrößertem Innenraum und aufklappbarem Dach. Mega! Und dann geht es endlich los. Reingesprungen, Abfahrt. Wir passieren das Tor des Parks und ich freue mich wie ein Honigkuchenpferd. Entspannt rollen wir in dieses Abenteuer. Wir spotten. Ich bin gespannt wie ein Bogen. Welches Tier werde ich zuerst sehen? Ist das ein Schatten? War das eine Bewegung? Fernglas, schnell! Wir sind erst 5 Minuten unterwegs, ein Warzenschwein. Und dort Antilopen und Zebras. Unglaublich, großartig. Damit habe ich nicht gerechnet. Generell bricht diese Situation meine Erwartungen. Wenn ich an Safari denke, dann denke ich an Savanne und Steppe. Weite Leere und große Tierwanderungen entlang dem Fluss. Doch hier ist alles anders. Kleine Gruppen oder vereinzelte Tiere, eine hohe Artendichte und verdammt ist das schön hier. Grüne Bäume, saftige Wiesen, tolles Wetter. Ich bin fassungslos, wie wunderschön dieser Park ist. Wir setzen unsere Fahrt fort und langsam gewöhnen wir uns an die Situation. Fahren, spotten, Schnappschuss. Mit dem Handy. Naja, nicht ganz. Mit dem Handy plus Fernrohr. Unkonventionell, aber ein guter Kompromiss beim Gewicht für meine Touren. Klar, ich hätte an diesem Tag auch lieber eine Spiegelreflexkamera dabei, aber das war leider nicht möglich. Egal. Mein System hilft mir trotzdem, die Tierwelt etwas näher zu erleben. So wie diese Warzenschweinfamilie mit spielenden Frischlingen. Pumba heißen sie auf Suaheli. Ich dachte, bei König der Löwen wäre Pumba ein erfundener Name. Falsch gedacht. Denn genau wie Hakuna Matata auf Suaheli auch tatsächlich keine Sorgen heißt. Ich bin erstaunt, wie gut der König der Löwen die reale Vorlage übernommen hat. Auch bei der Vegetation. Dieser Park ist auch die Heimat der Affenbrotbäume, die in der Realität sogar noch magischer sind als im Film. Wie gerne wäre ich jetzt Rafiki, um eine Runde zu klettern. Doch das ist leider nicht möglich, denn wir dürfen das Fahrzeug nicht verlassen. Immerhin sind wir im Königreich der Löwen. Hier brauchen nicht die Tiere einen Käfig, sondern die Menschen. Aber das nehme ich gerne in Kauf. Wieder unterwegs, doch dann der Moment, auf den wir gewartet haben. Wir entdecken in der Ferne eine Gruppe Elefanten. Doch unser Guide fackelt nicht lange. Er ahnt, welches Ziel diese Elefanten ansteuern und bringt uns rasch auf die andere Seite der Baumreihe. Und er hatte verdammt nochmal recht. Die Elefanten suchten ihre Wasserstelle auf. Eine ganze Familie. Wunderschön. Ich bin sprachlos. So
so viele schlechte Nachrichten auf dieser Welt. Hier mal eine gute. Zu Beginn hatte der Tarangire-Nationalpark 3000 Elefanten. Heute sind es mehr als 6000. Mega geil. Die Elefanten ziehen weiter und wir folgen ihnen noch ein Stück. Unser Guide positioniert das Fahrzeug in ihre Laufrichtung, sodass wir noch ein paar tolle Eindrücke erleben dürfen. Diese Elefanten sind sehr entspannt und es macht Spaß, ihnen bei ihrem Alltag zusehen zu dürfen. Immer noch verliebt, lassen wir die Elefanten schweren Herzens ziehen. Denn nur wenige hundert Meter vom Tümpel entfernt entspannen ein paar Giraffen. Afrika zeigt sich heute von seiner schönsten Seite und in voller Pracht. Plötzlich eine Nachricht über Funk. Löwen wurden gesichtet. Keine Selbstverständlichkeit, unser Guide tritt aufs Gas. Als wir die beschriebene Stelle erreichen, reichen unserem Guide ein paar kurze, geschulte Blicke, um die Löwen im hohen Gras ausfindig zu machen. Die Nachricht der Löwensichtung verbreitet sich wie ein Lauffeuer und schnell sind wir nicht mehr allein. Absolut verrückt, jeder will den besten Platz erreichen. Unser Guide bleibt aber cool und positioniert sich wieder perfekt. Drei Löwinnen schlendern entspannt auf die Fahrzeugkolonne zu. Unser Guide erzählt uns, dass an heißen Tagen die Löwen den Schatten unter den Fahrzeugen aufsuchen, um von der Mittagshitze zu entfliehen. Sehr toll für die Insassen, da diese dann die Löwen nicht mehr sehen, aber erst weiterfahren dürfen, wenn die Löwen beschließen, unter dem Auto hervorzukommen, um weiterzuziehen. Und tatsächlich, die Löwen kommen den Jeeps auch heute erstaunlich nahe. Nach so viel Aufregung und erfolgreichen Sichtungen steuert unser Guide einen Pausenplatz am Fluss an. Dort haben wir die Möglichkeit, unsere Lunchbox zu genießen. Hier bekommen wir auch erklärt, dass die Touristenjeeps nicht weit in den Park hineinfahren. Der Park ist zu groß und den Tieren wird ein Schutzgebiet gewährt. Zudem dürfen die Jeeps die Straße nicht verlassen, da das Risiko viel zu groß ist, Tiere oder Pflanzen zu überfahren oder zu beschädigen. Und es zeigt sich, dass es sich auch lohnt, den Blick von den großen Tieren abzuwenden, um weitere Spezies direkt am Wegesrand zu entdecken. Diesen Aspekt hatte ich nicht bedacht und ich freue mich, dass ich so noch viel mehr Tiere in ihrer natürlichen Umgebung beobachten kann. Mungos, Affen, Singvögel, allein die Vogelwelt wäre ein eigenes Video wert. Unterschiedliche Tukans, Adler, der Klassiker Strauße, springen mir mal näher, mal weiter entfernt vor die Linse. Wasserbock, Wasserbüffel, ja sogar ein Dickdick konnte ich in einem sehr flüchtigen Moment mit der Kamera einfangen. Gegen Nachmittag sind wir noch in einem etwas abgelegeneren Teil des Parks unterwegs. Und das zweite Mal an diesem Tag treffen wir auf eine riesige Gruppe Elefanten. Ihre braune Lehmfärbung unterscheidet diese deutlich von der ersten Gruppe und wir können auch einen großen Bullen ausmachen. Unser Guide hat wieder das richtige Gespür und positioniert sich auf einer Kreuzung, sodass die komplette Elefantengruppe an uns vorbeizieht. Unfassbar!
Die Besuchszeit neigt sich leider dem Ende und wir müssen den Park verlassen. Das war definitiv einer der schönsten Tage meines Lebens. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben oder doch ein Abo da, denn als kleiner YouTuber zählt jede Unterstützung doppelt. Hier sind noch ein paar Videos, die ihr auschecken könnt. Oder besucht doch die Community jeden Dienstag um 20 Uhr auf Twitch. Denn ich will nicht nur hoch hinaus auf den 8000er eines Tages. Ich möchte auch meinen Kajak umbauen zu einem Segelkajak, um dann nach Norwegen zu starten, um dort Buckelwale und Orcas zu spotten. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ciao, euer Benny.